Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge hat ein Drache ein Kind gerettet und somit sind die Drachen nun nicht mehr ganz so böse. Aber jetzt quatschen wir erstmal mit Alfino und gucken, wie es weitergeht. Das wäre beinahe schiefgegangen. Wir können von Glück sagen, dass Vidov nie aufgetaucht ist. Er stand auf Messerschneide, aber der weiße Drache hat den Tag gerettet. Ja, Drachen haben ein Händchen für dramatische Auftritte. Es ist, wie Emmerich gesagt hat, die Leute waren von Vidovnirs Geste der Freundschaft beeindruckt. Sie haben ein wenig ihre Angst vor den Drachen verloren. Hoffen wir, dass diese Tat nicht zu schnell in Vergessenheit gerät. Kehren wir ins Anwesen der Fortors zurück. Tartaro sollte alles aus erster Hand erfahren. Gut, und sobald wir ihr alles erzählt haben, kehre ich in den Sonnenstein zurück. Ich war schließlich schon eine Ewigkeit nicht mehr da. Theo? Sag mal, wie denkst du eigentlich über den neuen Tancred? Ein stetiger Kerl wie E&D, ein Weiberheld, genau wie früher. Ja, eigentlich das Erste. Stetig wie E&D, das ist er. Aber ich sehe auch etwas Neues in ihm. Findest du nicht, dass es sich verändert hat? Ich spüre es ganz deutlich. Seit er den Ätherstrom verlassen hat, ist er nicht mehr der Alte. Er kann keine Magie mehr wirken. Das ist der Grund, warum er sich nicht einfach wegteleportieren konnte und durch den Wald irrte. Schuld ist meine antike Teleportzauber, fürchte ich. Ich habe eine Bitte an dich. Pass ein bisschen auf Tancred auf. Es ist so schwer, seine wahren Gedanken zu erraten. Ich danke dir. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Gut, ich kehre nun nach Vorhalle zurück, um nach Madroya und Kriele zu sehen. Bis bald. Stimmt, der hätte sich eigentlich wegteleportieren können. Aber gut, nun wissen wir das auch, dass er keine magischen Fähigkeiten mehr besitzt. Warum auch immer. Anscheinend so eine Art Nebenwirkung dieses Zaubers. So, lass mich einmal in das Häuschen rein, bitte. So. Man konnte die Anspannung in der Menge förmlich spüren, als Vidovnir wie aus dem Nichts erschien. Wie schön, dass ihr noch hier seid. Ich möchte euch etwas geben. Ein Schild? Der Schild des Hauses Hortin. Bitte nehmt ihn als Zeichen unserer Freundschaft entgegen. Da ist noch etwas. Es ist noch nicht offiziell, aber mein Vater wird bald den Vorstand über das Haus an mich abtreten. Es ist nicht zu vermeiden. Zu tief ist unser Haus in den Sturz des Papstes verstrickt. Manche sagen sogar, Emmerich und die Fontaine hätten ihn vorsätzlich beseitigt. Um diesen Vorwurf zu entkräften, wird mein Vater sich aus der Politik zurückziehen. Er meint, es sei besser so für Ishgard. Damit verschafft er den Häusern Semael und Durendar gewaltige Vorteile. Ich weiß, aber er ist durch nichts von seinem Vorhaben abzubringen. Seit ich klein war, wurde ich darauf vorbereitet, eines Tages den Vorsitz über das Haus zu übernehmen. Und ich habe dem Tag mit Stolz entgegengeblickt. Jetzt, da es soweit ist, bin ich voller Zweifel. Die Legenden, auf denen unsere Stadt gegründet ist, haben sich als Lügen entpuppt. Und ebenso das Fundament unseres Adelsstands. Wie kann ich da mit gutem Gewissen den Titel eines Grafen annehmen? Ein Ritter muss für das Leben anderer einstehen. Ist eigentlich eine gute Antwort. Ja,
Das waren auch Archefonds Worte. Ein Ritter muss für das Leben anderer einstehen. Es sind die weisen Worte eines selbstlosen und edlen Ritters. Meines Bruders, auf den ich unendlich stolz bin. Trage den Schild mit dem gleichen Stolz. Als Freund des Hauses Fortin. Steh mir bei, Emanelon. Wir werden Vaters Willen ausführen und Emmerich mit ganzen Kräften dabei unterstützen, Ishgards Wohl zu dienen. Ishgard ist zu retten. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Entschuldigt mich jetzt, ich habe ein Adelshaus zu leiten. Der Entschluss, mutig in die Zukunft zu schreiten, entspringt nicht selten einem zunächst zweifelnden Herzen. Wir alle haben einen Weg zu gehen, dessen Ziel in Ungewissheit gehüllt liegt. Am Scheideweg des Schicksals liegt die Wahl, ob wir ins Licht oder ins Dunkel schreiten, allein bei uns. Welchen Pfad Ishgard einschlagen würde, konnte noch niemand erahnen. So, und zum Abschluss dieser Quest bekommen wir natürlich das Drachenschild des Hauses Fortor, eine Horschefort-Puppe und wir nehmen natürlich das für den Magier. Gerunds Offenbarungen. Hier soll also die wahre Geschichte der Erschaffung der Welt niedergeschrieben sein. So ist es. Fügt sich nun das Bild vom Schicksal des Planeten und der wahren Gestalt, die er dereinst erlagen muss? Die Götter, die man die Triade nennt und deren Kraft die Galliar wie besessen nachjagen, nicht einmal wer diese Kraft besitzt, könnte dieses Schicksal verändern. Was hat er gesagt? Dass der Brief seinen Empfänger erreicht hat. Und dass die Eisenmasken ausrücken. Es wird zu einem Konflikt mit den Galliar kommen. Dann sollten wir uns auf einen langen Kampf einrichten. Es wird ja auch mal Zeit, meine Fäuste sind schon ganz weich geworden. Jeder, dein Kampfgeist in Ehren, aber denk daran, unsere Freunde warten auf uns, wir werden gebraucht. Das weiß ich doch, aber vorher haben wir noch eine Rechnung zu begleichen. Licht und Dunkelheit. Und hey, ein Lebenszeichen von Ida und Papalimo. Wurde auch mal Zeit. So, eine orange Vorpuppe. Die holen wir natürlich gleich mal.
eine von Stéphanie Lenore angefertigte Stoffpuppe von dem selbstlosesten, mutigsten Ritter, den Ishgard gesehen hat. So, dann einmal hier diese Primary-Ausrüstung. So, da muss ich mal kurz gucken. Das sind 240er Sachen und wir haben schon komplett bessere. Egal. So. Und das Schild rüsten wir natürlich unserem Paladin aus, weil das die einzige Klasse ist, die ein Schild tragen kann. Und zwar projizieren wir das da drauf. Wenn wir ein Projektionsprisma hätten. So. Und weil ich gerade faul bin, werde ich einfach kurz am Machtbrett eins kaufen. Das muss jetzt sein. So, Projektionsprisma. Ja, holen wir einfach mal 10 Stück, das reicht. So, das packen wir dann einfach mal so hier hin. So. Sehr schön. Gut, dann zurück zum Haus der Fontons. Oder eher dem Anwesen. Und dann, jo, geht's dir weiter mit der Hauptstory. Fast wie früher. Theo, ich habe gerade gute Nachrichten erhalten. Es ist Flamin. Flamin hat mich gerade angerufen. Wirklich? Das ist ja fabelhaft. Ist sie unversehrt? Ja, sie ist wohl auf. Sie hatte sich ja in Ratz Adhan in Sicherheit gebracht und abgewartet. Als sie nun hörte, dass der Bund von allen üblichen Vorwürfen reingewaschen wurde, wollte sie so schnell wie möglich zurückkehren. Sie ist auf ein Handelsschiff und wird bald in Limsa Lominsa ankommen. So nah ist sie schon? Das ist ja ausgezeichnete Nachrichten. Habe ich da Flamins Namen gehört? Das sind ja wirklich gute Nachrichten. Oh, Tankred und Kriele. Habt ihr uns gesucht? Ja, Kriele und ich werden zu einer kleinen Reise aufbrechen. Da wollten wir euch kurz Bescheid sagen. Es kann nämlich sein, dass wir bald einen Hinweis auf den Verbleib von Minfilia finden. Theo, du hast doch erzählt, dass ihr am Ende sagte, Heidelin spreche zu ihr. Und dann habt ihr euch getrennt. Ich habe lange über diese letzten Worte nachgedacht und es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass Heidelin vielleicht direkt in die Ereignisse eingegriffen hat. Das ist natürlich nichts weiter als eine Vermutung, aber falls es wirklich so wäre, dann müsste noch irgendwo ätherische Spuren dieses Eingreifens zu finden sein. Um zu wissen, wonach wir suchen, müssen wir als Referenz einige Messungen an einem Ort vornehmen, an dem bereits einmal ein ähnliches transzendentes Einwirken passierte. Diese Daten vergleichen wir dann mit dem Äthermuster am Ort von Minfilias Verschwinden. So finden wir raus, ob Heidelin sie dort weggebracht hat. Das bedeutet, dass wir noch einmal in die Überreste des Praetoriums zurück müssen, wo der Kampf gegen Ultima stattgefunden hat. Und auch wenn dieser Ort äußerst unangenehme Erinnerungen für mich birgt. Damals hat dir Heidelin selbst Stärke verliehen, nicht wahr? Also werden wir nachmessen, wie sich dieses wundersame Eingreifen auf den Äther dort ausgewirkt hat. Und ihr wollt nur zu zweit ins Praetorium eindringen? Je weniger wir sind, desto unauffälliger. Macht euch keine Sorgen. Kriele geschieht nichts. Dafür sorge ich schon. Theo sollte Flamin abholen. Nicht, dass hier am Ende noch etwas passiert. Nun gut, wenn ihr sicher seid, dass ihr alleine zu euch kommt, dann soll Theo nach Limsa reisen, um Flamin zu eskortieren. Ich weiß nicht, ob wir uns von Tankreds Messungen allzu viel erhoffen sollten, aber ein Funke Hoffnung ist besser als gar nichts. Ich werde mit Tartaro in den Sonnenstein zurückkehren, damit wir Flamin einen herzlichen Empfang bereiten können. Kannst du sie also in Limsa Lominsa abholen, wenn sie mit ihrem Schiff aus Razatan ankommt? Ja, klar. Vielen Dank. Wir sehen uns dann alle im Sonnenstein.
Gut, dann erstmal nach Limsa Numinsa. So, die ist dort hinten. Neue Quests gibt's nicht. Gut, dann im Prinzip zur Hermetiker-Gilde. So, und da ist sie auch schon. Mit grauer Fels und dem anderen. Ja. Theo, was für eine Freude, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung bei dir? Welch ein Glück. Ich habe ständig an euch gedacht, wie es euch nur erging. Ob ihr am Leben seid. Du weißt ja, an jedem Tag sind wir gemeinsam mit der Taro nach Limsa angekommen, um einzukaufen. Und da wurden wir plötzlich von Kristallstreitern angegriffen. Wir haben Tataro die Gelegenheit zur Flucht verschafft und sind dann selbst um unser Leben gerannt. Auf einem Handelsschiff nach Razzatan konnten wir uns verstecken und entkamen gerade noch aus der Stadt. Am Ziel angekommen sind wir untergetaucht. Irgendwann würden sich die Wellen schon wieder glätten, dachten wir. Bis dahin haben wir uns mit täglichem Training die Zeit vertrieben. Razzatan ist so weit abgelegen, dass wir lange nicht mit euch Kontakt aufnehmen konnten. Es tut mir leid, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt. Sag, wie geht es den anderen? Wo ist Minfilia jetzt? Oh nein, das arme Kind. Ich habe so sehr für sie gebetet. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir werden sie finden und dann wird alles wieder gut. Tankred sucht bestimmt schon fieberhaft nach ihr. Und es gibt doch nichts, was er nicht zu Wege bringt. Er hat sich so gut um Minfilia gekümmert und sie beschützt, schon seit sie noch den Namen Ascilia trug. Er wird sie finden, ganz bestimmt. Und auch ich werde tun, was ich kann. Auf uns kannst du ebenfalls zählen, Taro. Die Kristallstreiter waren ein Schlag ins Wasser, aber deswegen vergessen wir doch die Ziele nicht, die der Bund der Morgenröte anstrebt. Jawohl, ein Hoch auf den Bund. Die Morgenröte wird heller glühen als alle uldischen Kohlebecken zusammen. Lass uns heimkehren, es ist schon viel zu viel Zeit verstrichen. Gut gemacht. Jetzt sollte ich uns hier Zugang verschaffen können. Dann lass uns schnell machen. Die Galia werden nicht jedes Mal auf eine so improvisierte Tarnung hereinfallen. Tankred, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich habe allerhand über dich gehört und dachte, du wärst... Nun ja... Sorglos. Aber mir scheint, das ist ganz und gar nicht der Fall. Hat dich dein Überlebenskampf in der Wildnis diesen Ernst gelehrt? Oder bist du so gewissenhaft, weil es um Minfilia geht? Das ist nicht der Augenblick, Kriele. Doch, Tankred, bitte. Ich riskiere gerade Leib und Leben mit dir, um in ein galeisches Castrum einzudringen. Da wüsste ich gerne, woran ich bei dir bin. Genauso hartnäckig wie Alfino. Ihr habt noch mehr gemeinsam als nur dieselbe Ausbildung. Minfilia ist mir tatsächlich unersetzlich. Aber nicht in dem Sinn, wie du vielleicht vermutest. Vor 15 Jahren hat meine Fahrlässigkeit den Tod ihres Vaters verschuldet. Es war ein Unfall. Eine Gubu riss sich los und lief amok. Ich kümmerte mich um Minfilia, um es wieder gut zu machen. Auch wenn das natürlich nicht ging. Aber als sie heranwuchs... und ihre Gabe zum Wohl anderer einzusetzen begann. Da begriff ich, dass sie ein hohes Ideal vor Augen hatte. Das war kein kleines Mädchen mehr. Das war eine Kämpferin, die Respekt verdiente. Und ihr Ideal war auch das meine. Louisoire, dem ich so viel zu verdanken habe, glaubte sofort an sie. Genauso wie die Mitglieder des Bundes. Sie trat für ihre Prinzipien ein. Und wir standen bedingungslos hinter ihr. Sie berührte unsere Herzen.
Ich werde alles dafür tun, dass sie die Erfüllung ihres Traumes erleben kann. Danke, Tancred. Ich kann nun deutlich fühlen, wie viel sie dir bedeutet und will nicht weiter in deiner Vergangenheit bohren. Und du? Warum riskierst du dein Leben für Minfilia? Da gibt es nicht viel zu erklären. Du weißt ja, dass uns von Heidelin dieselbe Gabe geschenkt wurde. Aber uns verbindet noch viel mehr. Eine tiefe Freundschaft. Als ich nach Vals Untergang im Koma lag, hat Minfilia jeden Tag nachgefragt, ob ich schon aufgewacht sei. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich werde das genauso wenig tun. Dann lass uns gehen. Hoffentlich wird uns Heidelin den Weg weisen. So, so. Freundschaft versetzt Berge. Sozusagen. So, und wir müssen jetzt nach Geisterzoll zurückkehren. So, da sind wir nun und müssen erstmal hier quatschen. Hörst du die Vögel, Theo? All die vertrauten Geräusche. In Razzathan ist alles ganz anders. Endlich sind wir wieder zu Hause. So oft habe ich von diesem Wiedersehen mit euch geträumt. Und jetzt endlich ist es Wirklichkeit. Du kannst gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Ich muss mich zusammennehmen, dass ich nicht in Tränen ausbreche. Komm, lass uns reingehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken von den ganzen Quests hier. Ah, okay. Oh Gott, wir müssen die ganzen Dungeons noch machen. Ah, haha, super. Hätte ich ja fast schon vergessen. Und was willst du? Oh mein Gott. Ein Lied vom Eisenungeheuer. Ah, ja, okay, da können wir die ganzen Alexander-Teile in einer höheren Schwierigkeit freischalten. In dieser Schenke spricht in letzter Zeit alles nur noch über den Koloss im Taliak, aber kaum einer kann mehr als vages Hörensagen verweisen. Aber was ist mit dir? Ich habe das Gefühl, dass du genau weißt, wie es hinter der magischen Barriere wirklich aussieht. Habe ich nicht recht? Ich habe genügend Zeit, mir deine Schilderung im Detail anzuhören. Erzähl doch, was geht dort vor sich? Na ja gut, das mit Alexander haben wir schon abgefrühstückt. Da sind wir ja schon fertig. Ah, köstlich. Goblins, die wie gepuffter Millionenmeister durch Gordios Gänge fliegen. Was für ein Auftakt. Ein Heldenepos mit tragikomischen Elementen. Das wird ein Meisterwerk. Du darfst nicht meinen, dass ich in ernster Lage nicht einzuschätzen wüsste. Nein, nein, ich werde deine Erlebnisse selbstverständlich gemäß deiner Schilderung wiedergeben. Ein Wandervolk ersehnt lang ein Paradies, bis es auf Schalianen Trümmern stieß. Beschwor sie sich zum Gotte, den Gott der Goblinrotte. Er hat sich aus dem Fluss erhoben, den alten Götzen gleich. Ein Held ist sofort ausgezogen, hinein in Alexanders Reich. Er scheuchte Goblins vor sich her, da kennt er kein Pardon. Und wenn sie nicht entkommen sind, laufen sie noch jetzt davon. Der Kern des Ungetüms ist still, sein Arm liegt schlaff am Grund. Doch wenn die Indigo-Hand will, wer weiß, geht es schon bald aufs Neue rund. Und ist meine Ballade deinen Erlebnissen gerecht geworden? Vergib mir den schmerzenden Unterton und das bedeutungsschwere Ende. Um das Interesse des Publikums zu gewinnen, ist Komik und Unheilsankündigung heutzutage das beste Rezept. Man muss sich immer einen Weg für eine Fortsetzung offen halten. Und wenn wir gerade von Fortsetzungen sprechen, darf ich dir nahelegen, noch einmal in Gordios Gänge hinabzusteigen. Ich bin sicher, dass du dort nach meinen künstlerisch veredelten Darbietung deine Erlebnisse völlig neue Seiten der Dinge sehen wirst. Moment. Ah, okay, ich muss nur mit denen dann in Frohhalde quatschen.
So, Gesang der Gigantomanie. Ist das der zweite Teil? Okay, das ist der zweite. Gut, das machen wir jetzt noch schnell, das geht ja fix. Sei gegrüßt, Held Eosias. Ich habe gehört, dass du kommen würdest. Ganz unglaubliche Gerüchte haben mich erreicht. Sag, ist es wahr, dass man tuschelt, dass sich die schlaffende Burg endgültig aus dem Talleck erhoben hat, als hätte sie eine Seele? Du warst gerade kürzlich erst in ihrem Inneren? Über einen neuen Eingang? Das ist ja vortrefflich. Dann kannst du mir alles aus erster Hand erzählen. Sag, was hast du im Körper des Kolosses erlebt? Das übersteigt die schimmernde Vorstellungskraft. Wie aus einer uralten Legende entnommen, mutet deine Schilderung an. Aber was sage ich da? Was du in die Hand nimmst, wird doch alles zur Legende. Aber Alexander, Gordios und Midas, das sind tatsächlich Protagonisten einer alten Sage. Legendäre Könige, die ihr ganzes Leben großen Entdeckungsreisen widmeten. Das ist der geniale Visionär, der den Koloss konzipierte. Sein wanderndes Paradies nach ihnen benannte, ist doch hochinteressant. Man erkennt gut, welchen Traum er hatte. Ah, ich fühle die Inspiration. Lass mich eine Ballade anstimmen, bevor die Quelle versiegt. Durch blaue Wand hindurch sah man bestürzt, wie sich die Burg zu regen drohte. Durch übermächtigen Wunsch nach einem Paradies und fast erweckt zum Gotte. Der Riese glänzt metallisch dunkel. Wem bringt er Heil, wem Übel? Die Schwingen über große Hoffnung zerreißen schier den Himmel. Das war ja kurz. Nun, was sagst du? Habe ich die Erzählung mit einer zusätzlichen Interpretationsebene versehen? Einfache Gemüter können die Geschichte oberflächlich verstehen, doch einige Ahnungsvolle werden sie tiefgründiger zu lesen wissen. Poesie wie Prosa, die Worte konstituieren nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte erschafft der Zuhörer selbst. Deshalb wünschen sich die Barden aller Epochen ein imaginatives, unerschrockenes Publikum, das auch selbst einen gewissen Abenteuergeist besitzt. Aus dieser Wechselwirkung erst entsteht wahrhaft magische Erzählkunst. Wie? Meine Ballade ist nicht vollständig? Nun, das ist auch deine Schlacht, nicht? Oder willst du mir erzählen, dass du dein Abenteuer voll und ganz verstanden hast? Ich für meinen Teil bin jedenfalls nicht schlau aus dem letzten Abschnitt des Bereichs geworden. Begib dich also lieber noch einmal an dem Ort des Geschehens und durchlebe alles erneut, sodass dein Geist es auffassen kann. Und dein Mund wird es mir in verständlichen Worten vermitteln. So, und das letzte, Abgesang der Aronymie. Unter den Goblins von Frohalle kursiert ein haarsträubendes Gerücht. Ein Abenteurer soll Jahre in die Zeit zurückgereist sein und dergleichen. Ich dachte mir bereits, dass es sich um niemand anderen als dich handeln könnte. Ach, wie gern hätte ich diesem Spektakel beigewohnt. Ein Kampf um die Geschichte als solche. Epischer könnte es gar nicht sein. Du sagst, euer Gegner drehte die Zeit zurück, wenn ihr siegreich wart, und wurde mit jedem Mal sogar noch stärker? Dieser Aspekt ist höchst faszinierend. Ich habe einen scharfen Verstand bewiesen, dass ihr aus diesem verhängnisvollen Schleif entkommen seid. Wäre euch das nicht gelungen, so hätte sich der Kampf immer weiter zugespitzt. Immer heftiger wärt ihr aufeinander geprallt. Eine unerbittliche Tortur für die Kämpfer, doch für uns Sänger erstklassiger Stoff für neue Lieder. Da wähnt sich einer von der Zukunft auserwählt und störte dreist den Lauf der Zeit. Doch weise war der Schöpfer seiner selbst und schloss den Ring zur ewigen Unendlichkeit. Geschichte soll geschehen bleiben und Zukunft lastet wieder auf des Helden Schultern schwer wie Blei. Sein Schicksal ungeschrieben, doch fest sein Wille, denn mit welch beispiellosem Mut stand er den Freunden bei. Na, du weißt ja, erst eine Prise Übertreibung gibt dem Lieder die richtige Würze. Und was ist denn Held anders als jemand, der einen aussichtslosen Kampf zu seinen Gunsten wendet, der einen Ausweg aus jeder noch so aussichtslosen Lage findet? In diesem Fall scheint mir die Übertreibung nur recht und billig. Der inbrünstige Wunsch zweier Herzen, die von der Ewigkeit träumten,
das eitle Streben fanatischer Techniker nach einem unermesslich starken Richter, welch elementare Konstellation, doch welch kraftvolle Geschichte sich daraus entspannt. Ich kann dir keinen weiteren Ansporn bieten als mein Lied, nicht Perlen und Juwelen, doch lege ich dir nahe, begib dich nochmal an den Ort, an dem du so Unglaubliches gesehen hast. Wer weiß, was dir ein Rückblick auf dein Abenteuer an neuen Seiten offenbart. Ja, und die drei Sachen geben wir dann in Frohe Halde demnächst ab. Da bekommen wir dann Zugang zu Alexander Episch, sozusagen. Also eine härtere Version von den Alexander-Inhalten. Aber die brauche ich jetzt nicht zeigen, weil, naja, die sind einfach nur ein bisschen schwieriger. Und die Sachen, die man daraus bekommt, benötigen wir ja bereits nicht mehr. Gut, und mit den ganzen Leuten hier quatschen wir dann erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann, ja, bedanke ich mich jedenfalls fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter. Das ist euer Ende.